Guten Morgen hier aus St. Anton in Tirol. Heute geiler Skitag mit den Boys, Basti und Marius. Und natürlich mit unserem Coach. Wir werden jetzt einen halben Tag Skifahren, dann einen halben Tag das Coaching haben und ja, heute Morgen erstmal richtig Sau rauslassen, oder? Ja, immer. Skifahren! Genau. Es gibt noch eine Gase, die volle Gase. Genau, heute extrem am Anziehen. Es wird sehr, sehr kalt, bis minus 17 Grad ist gemeldet. Eine Schicht mehr anziehen, sonst trage ich nur den Pullover hier und den Baselayer. Jetzt noch hier die Isolationsjacke drüber, die leider schon sehr kaputt ist, wie man sieht. Überall Brandlöcher von Silvester. Letztes Jahr. Okay, jetzt ganz, ganz gute Unterhaltung mit dem Video und mit den geilen Skiaufnahmen. Hier über die Stange. Junge, da ist das. Egal, dann geh ab die andere Seite. Eins. Zwei, komplett aushängen. Das waren zwei. Jetzt bin ich dran. Ja, dann ziehst du aber Rucksack auf. Ja, meinetwegen. Los, Junge. Null. Null. Einen muss ich noch, oder? Ein halber. Zählt nicht. Kein. Bis bei eins. Einen muss er noch. Zwei. Zwei hast du geschafft. Okay. Ich glaube, ich habe gewonnen, oder? Nee, unentschieden. Ich habe mal richtig mitgezählt. Rund. Marius, mach mir die Transformation vom Icepeak Pro zum Icepeak Bro. Ja. Sehr gut. I like. Icepeak Bro. Icepeak Bro. Das hält den Bro heute, glaube ich, oder? Ja, aber ich glaube, es hält nicht. Wir müssen das eher so richtig eintätowieren. Genau, dann tätowieren wir mal einen Ski. Tätowieren wir mal. Maha-Tätowierung. Jungs, Skipass kaufen, haben wir schon nicht mehr gemacht, oder? Stimmt. Weil St. Anton war ja nicht in der Snowpass drin. Deswegen dürfen wir auch einen Skipass kaufen. Von der Dove, eh? No good. Also auf geht's zum Skifahren. Geiles Wetter, ein ganz kleines bisschen Neuschnee, arschkalt. Bin gespannt, wie es heute so läuft. Okay, auf geht's. Verstehst du, wie man bei dem Bedingungen ins Gelände gehen kann? Das ist leider absolut unverantwortlich. Ich meine, gestern war da wohl schon eine Skiroute. Da kann man dann drüber reden. Aber ja, es ist einfach sehr steinig. Ja, die fahren da auf einer Wiese. Ja. Also. Ja, ich meine, wenn man. Ist ein bisschen festgefahren unten drunter schon, aber. Ja. So gut noch nicht. Ja. Ich hoffe, wir haben eine gute Skiversicherung. Oh, brutal! It's a beautiful day! Julia, warte mal! Da komme ich nicht hinterher. Es sind so viele Menschen. Richtig Laune. Oh. Macht Laune, ne?
Übel geil. Wenn meine Hände nicht am Sterben wären, wäre alles geil, ey. Boah. Man kann so richtig über die Piste jibben. Ja, Vollgas. Und bei so weichem Schnee, ganz, ganz wichtig, Skiführung enger und Position tiefer, damit ihr schneller am Ski reagieren könnt. Komm, Marius, das ist wichtig, mal. Einfach komm, Junge, gib Gas, Junge, Feuer! Genieße! Okay. Ballere! Auf die Touristen aufpassen. It's a beautiful day! Wuhuhu! Ich erwarte nicht! Super! Also ein bisschen aufpassen. Da kommt der nächste Verrückte. Die von Maha Lifestyle sind alle verrückt. Ja. Hi. Hey Jungs, da bäumt sich die einäugige Schlange auf, oder? Oh Julian. Das war ein klassischer Julian. Was ist deine Meinung, nach so wenig Schnee ins Kleine zu gehen? Niemals Wache. Niemals Wache. Ihr wisst nicht, wie tief es bis zum nächsten Schein ist. Genau. Kann alles passieren. Ja, wie die Schneedecke hier überhaupt aufgebaut ist. Ich meine, die hatten ja gar keine Schneedecke. Ja, ist der erste. Gestern war ja alles grau. Also, naja. Niemals Wache. Besser nicht. Ihr habt ja bestimmt das Video vom Stubaier Gletscher gesehen. Da hat es auch über Nacht geschneit, hat auch ins Gelände. Ich weiß gar nicht, Katsu hatte, glaube ich, 13 Skier Schrott, Atomic 17 genau. Paar Skier Schrott. Also, am Sportfestival, ne? Am Anfang November. Okay. Deswegen ist Buckelpistenfahren auch so knieschädigend, weil man muss unwahrscheinlich viel aus der Muskulatur arbeiten. Und wenn die Muskulatur nachlässt, dann geht es auf die Gelenke. Das heißt, wenn man in die Buckelpiste geht, sollte man sich erst langsam anfangen zu steigern, nicht den ganzen Tag in der Buckelpiste fahren und erstmal die Muskulatur peu à peu darauf vorbereiten. Okay. Hat Spaß gemacht? Ja. Sehr gut. Tipptopp. Merkst du die Beine schon? Nö. Nö, ne? Bei dir ist das nicht anstrengend. Ja, ja. Also, Marius, hier ist jetzt die Verbindungsbahn nach Lech-Zürs, ne? Genau, hier runter geht's nach Zürs. Das war jetzt die Auffahrt unten aus Stuben und dann kann man mit einer anderen Bahn, mit der Albona-Bahn, hinten noch hoch. Das heißt, die neue Flexenbahn hat quasi drei Fahrabschnitte. Ganz interessant gebaut. Riesenbauprojekt, oder? Absolut. Ich glaube 30 Millionen. 30 Millionen. Ja. Easy. Dafür musst du ein paar Liftkarten verkaufen. Oder ja, ein bisschen Maha Lifestyle. Ja, ja. Aber cool, es ist das größte Skigebiet in Österreich. Lech, Zürs, Bad, Schröcken, der Antwort. Genau. Der Wahnsinn. Das will ich vergessen, ist schwierig. Ja. Okay, jetzt erstmal wieder ein paar lästige Kurven ins Drehstein bei dem weichen Schnee. Aber das glaube ich der beste Schnee, den ich diese Saison bisher hatte. Absolut. Ohne irgendwie angeben zu wollen, aber ist ehrlich so.
haben wir das Coaching unten in der Lobby. Und ja, schauen wir mal, was dabei so rumkommt. Würde ich auf jeden Fall nachher noch berichten. Coaching war aufwühlend, ne? Intensiv. Man wird aus der Komfortzone rausgerissen und neue Herausforderungen gestellt, aber das ist ja so ein Zweck der Sache, ne? Genau, man boxt sich durch den Inhalt. Ja, genau. Und ja, intensiv, jetzt trinken wir noch einen Absacker zusammen und danach geht es dann sehr, sehr schnell in die Kurie, weil morgen wird wieder sehr, sehr geil mit dem Follower-Treffen. Ja, mach es. Ich bin mal gespannt, wer alles kommt. Und es ist Schnee gemeldet. Genau, es ist heiße Schnee gemeldet. Endlich. Nach 7 Wochen kein Niederschlag. Auch mal Schnee, oder was? Absolut, ich bin Paul Amonsen. Ja, voll Bock. In dem Sinne, macht's gut, schön oder schönen Tag noch. Euer Basti, Marius und Julian hier aus San Anton. Ciao. Ciao.